So, jetzt geht's weiter mit der französischen Zwiebelsuppe. Das Toast wird goldbraun gebacken. Für jedes in dieser Form zwei Stück und für dieses drei. Jetzt geben wir unsere. Oh, ist die heiß. Unsere heiße Zwiebelsuppe. Schön nochmal durchmengen. In die Auflaufform. Nächster Toast. Kann ruhig schön ein bisschen richtig dunkelbraun sein. Nicht schwarz, aber dunkelbraun. Das gibt der Zwiebelsuppe die richtige Würze, wenn das Toast richtig dunkel ist. Jetzt füllen wir das alles schön auf. Mit Zwiebeln, Brühe. Dass alles gleichmäßig gefüllt ist. Das kann man in der Sommerzeit auch schön kalt geworden essen. Schmeckt dann auch sehr gut als kalte Suppe, wenn es dann kalt ist, wenn es übrig ist. So schön alles. Da ist genug, so wie die zwei ist fertig und da machen wir noch ein bisschen. Das ist auch ganz gut so, würde ich jetzt mal sagen, oder? Das ist halt immer so eine Sache. Dann darf man auch nicht zu perfekt sein. So. Jetzt geht's weiter mit dem Toast. Den legen wir jetzt so drauf. Schön in die Zwischenräume, weil das muss ganz voll Toast sein. Da kann man sogar vier in die große Schüssel machen, weil das ist das A und das O. Der Toast und das Überbackene. Davon kann man gar nicht genug in der Zwiebelsuppe haben. So, und jetzt habe ich nicht genug, weil ich dachte, müssen wir halt noch warten. Und dann zeige ich einfach mit dem weiter. Das können wir ja dann schon mal in den Ofen machen. Ganz wichtig, schön viel Käse oben drauf. Oh, ich liebe diese Suppe, gell? Schon als kleines Kind. Schon mein Leben lang. So, für die anderen brauchen wir auch noch Käse. Und das kommt jetzt in den Backofen. Habe ich schon heiß gestellt, den Backofen. Auf 200 Grad, Ober- und Unterhitze. So, zu. Und da müssen wir jetzt noch auf das Toast warten. Viel Spaß beim Nachmachen. Ich zeige euch nachher das Ergebnis.